Entschuldigung. So, weiter geht's. Und zwar suchen wir jetzt immer noch irgendwas mit diesem Licht. Und klar, hier ist eine Brücke aufgegangen. Aber irgendwo müssen wir noch eine Kerze ausmachen, glaube ich. Ansonsten funktioniert das nicht. Weil wir müssen hier noch ein Geschenk des Devils und sowas alles kriegen. Ich will noch mehr geile Gegenstände haben. Neben dem Promise-Ring. Noch wieder so einer von denen. Ja. Benimm dich mal. Lern Manieren. Absorb the brain. Ja. Kein Hirn mehr. Hat der jetzt irgendwie Hirn von ihm oder was? Also, Quinas Angriff ist ja echt low. Aber Aikos ist super cool. Wie, er haut sich selber? Ah, schon sehr dumm. Mind Blast. Wie, jetzt habt ihr ihr Hirn auch? Die ist aber blöd. Ich dachte, die braucht das noch. Hihi, eingefroren. Und kaputt. Das ist eine schöne Kombo. Irgendwo habe ich Edge Status drin, so ist es passiert. Oh, tatsächlich, hier. AP. Mini gelernt. Juhu. Okay. Ich muss mal gucken. Bei. Mini gelernt. Hier. Haha. Fairy Flute. Jetzt wird es mal richtig krass. Mantaband. Wir hatten das Beste, glaube ich, drin. Ego ist. War auch eh das gut. Und das passt auch gut. Da hatten wir auch nichts Besseres, ne? Nee. Gut. Poison Knuckles. Oha. Irgendwann ist der Counter. Hätte auch einen Counter zu lernen. Ich kann auch lieber das hier lernen. Counter lernt er von da aus auch schon. Gut. Abilities. Wieso hat Aiko so viele Abilities über? Was kannst du denn alles Schönes? Was ist das? Nullifies, Reflect and Attacks. Ich glaube, das nützt nicht viel. Weil wenn sie halt quasi Dauer-Reflect auf sich selbst hätte, dann würde man damit quasi irgendwie was machen können, glaube ich. So habe ich das jedenfalls verstanden. Dann machen wir halt eben eine Ability ab rein wieder und machen wir das hier gegen Freeze. Dann bleibt uns noch warm und dann ist gut. So. Und eigentlich wollte ich da unten jetzt noch wissen, was mit der Kerze ist. Hier oben sind noch mehr Kerzen, oder? Ja, komm. Dann müssen wir doch hier oben, wenn da mehr Kerzen sind, wieder runter zu den Statuen. Und dann müssen die uns doch erzählen, dass wir jetzt total toll sind und uns jetzt einen Gegenstand geben wollen. Oh, ein Electrocute. Und wir haben den ersten Angriff. Yes. Dann mach mal und dann machst du auch mal und dann machst du auch mal so richtig. Und du auch. Und Freya kann jumpen. Weil sie so hastig ist. Oha, ich sollte mal irgendwann wieder aufladen. Und zwar hast du White Magic, kannst nämlich mal Amaranth heilen. Boah, ist das Ding am Zittern, das Viech. Oh, jetzt hat sie so eine hübsche Flöte. Die sieht ja cool aus. Freya greift nochmal. Ich bin das gar nicht gewohnt, dass die Leute so schnell wieder ready sind. Irre. Also dieses Team ist wesentlich besser am Kämpfen als ein anderes Team. Eieiei. So. Aber echt, man kriegt nur Menge Kohle rein mit dem Millionär-Peak, Perk. Eigenschaft. So. Schon wieder ein Kampf. Ja, das geht nur langsam voran hier. Aber so ist das Spiel. Ich habe übrigens vorhin nochmal auf Twitch TV. Oh ja, jetzt sind wir angegriffen, weil wir kein Alert haben. Auf Twitch TV habe ich ein Dings gesehen. Einen Stream gesehen, wo Leute innerhalb von 7,5 Stunden Final Fantasy VI durchgespielt haben.
So für einen guten Zweck. Also das war wohl so ein, ja, so ein gutes Zweck-Ding. Warte mal, wir können Karbunkel mal benutzen auf uns. Das wäre mal lustig. Vielleicht am besten noch bevor wir alle tot sind. Bevor wir alle tot sind. Oh, sind ein Guard. Gut. Wahrscheinlich ist das irgendwie Hitzeangriff oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Irgendwas, wofür gegen wir. Jedenfalls haben die da das gespielt und die waren ja sowas von schnell im Spielen, also im Durchklicken von diesen ganzen Sachen. Echt irre. Reflex für alle! So, und jetzt machen wir nochmal Mustard Bomb auf uns. Hahaha. Ja. Das geht gleich zurück. Ey, warte mal, das eigentlich. Ey, das ist ein Zauber. Hallo. Was soll der Scheiß? Was soll das denn? Das ist eigentlich voll der Zauber. Oder habe ich mich versehen? Und wir haben jetzt alle irgendwie Autoheilung und nicht Autoreflex. Wahrscheinlich, ne? Ich dachte Karbunkel wäre Autoreflex auf alle. Also Reflex. Ja. Ich bin so der Pro. Und Amarant ist sowas von tot. Hui. Sollte er nicht eigentlich irgendwie HP wieder kriegen, bevor er stirbt? Na gut. Nee, du kannst mal wiederbeleben. Live. So, zumindest werden die Zustände geklärt, wenn man stirbt. Glaube ich jedenfalls. Jetzt macht die nicht alle tot, ich brauche die noch. Leute. Jetzt triff's nicht mal. Na, immerhin, das Geflöte funktioniert noch. Na, also. Jetzt haben wir also das Brain von allen absorbiert und er heilt sich nur. Okay. Bio, mhm. Na, immerhin trifft's mal. Juhu. Und er wird ein bisschen... Potion. Yum, 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 yum. So. Strategisch gesehen müssten wir mal jetzt uns einfach nur noch um Amarant kümmern, weil alle anderen sind ja eh verwirrt. Jetzt ist er auch verwirrt. Jetzt brauchen wir gar nichts mehr machen. Das heißt, das Spiel spielt sich jetzt von selber. Ich hätte mal eben gerade Quina wiederbeleben sollen. So, der ist jetzt auch wieder tot. Oh, jetzt haut ihr euch auch gegenseitig. Das ist ja nicht so gut. Sollt ihr mal lassen. Ah, Feuer ist immerhin nicht wieder verwirrt. Phoenix Downer auf Quina. Und sie hat... Ah, Trance für Aiko. Double White Magic. Live auf Amarant. Und Kura auf Amarant. So. Und wehe, ihr nehmt sie jetzt aus, bevor sie ihre Zauber durchziehen kann. Oh je, oh je. So, jetzt mach mal hinne. Blub, blub, wie elegant Quina aufsteht. Das ist erstmal eine Wiederbelebung mit 400 und jetzt gibt's noch einen Heiler, Heilspruch hinterher. Und du kannst jumpen und Quina kann sich mal heilen. So, jetzt ist Amarant wieder voll hergestellt. Total gut. Puh, knapp war das schon vorhin, fand ich. Und sie hat jetzt immer noch, das heißt, sie kann nichts zu machen, weil sie kein Links hat, aber dafür kann sie vielleicht einfach zuhauen. Hätten auch was heilen können, aber egal. Ja, friss nochmal ihr Hirn. Sie ist getranced und Hirn gefressen. Na gut, dafür haut die andere ab. Mhm, super gut. So, und das
sollte doch eigentlich das Ding umbringen. Ach, tut's nicht. Quina? Willst du irgendwas machen vielleicht? Nee, hau ihn mal einfach. Du haust ihn auch. So. Stirbst du jetzt endlich? Nur weil das Hirn absorbiert? Mustard Bomb. Lecker. Freier kann nochmal springen. Springt ja immer so gerne. Quina stirbt nochmal eine Runde. Dann kann Aiko gleich nochmal eine Runde Leben machen. Kann sie nicht, weil sie verwirrt ist. Jetzt ist er wieder verwirrt. Ach Gott, ey. Jetzt ist er immerhin nicht mehr verwirrt. Das ist schon mal was Gutes. Und Aiko auch nicht. Scheint mir so. Gut, du kannst aber... Was kannst du machen? Du kannst attacken. So, zu mal. Nee, sie ist immer noch verwirrt. Sie hat nur für die Animation aufgehört, verwirrt zu sein. Nee, super. Das sind nicht nur einfach alle sind mit MP so, ne? Das ist schon etwas ätzend. Ja, Trance für ihn. Hoffentlich hält es lang genug und er stirbt nicht dabei. So, endlich einer tot. Oh Mann, das ist wieder so ein langer Kampf. Ich will einfach, dass die Story weitergeht und nicht so viel rumgebäsche hier. Ja, hau ihn halt. Was ist das jetzt? Verschwinden oder was? Nein, jetzt verschwindet das auch noch. Kann Freya mal ein bisschen Ether Richtung Aiko werfen, falls sie noch was wiederbeleben muss. Eingefroren. Sweet. Und aufgetaucht. Und tot. Nein. Okay, also habe ich wieder keinen unter Kontrolle. Ist auch schön. Irgendwie müssen die beiden jetzt doch mal hauen. Zum Glück haben beide Autoregeneration. Das ist doch schon mal ein Lichtblick. So, jetzt kann ich den Controller wieder zur Seite legen. Und gucken, wie die sich umbringen. Und dabei Autoregeneration machen. Ach, schön. Kann man sich mal strecken. Mal abwarten. Och, ja. Und bei, wie geht's bei euch so? Alles gut? Oh, siehst du mal. Oh, ich habe Kontrolle über irgendwas. Ist ja mal nett. Dann beleben wir doch mal einen wieder. Michael geht das Aiko jetzt hin und haut ihn um. Nee, er stirbt einfach so. Ach so. Ja, dann kann Freya einfach nochmal jumpen, würde ich sagen. Weil die macht aber ja so gern so viel Schaden. Das ist ja auch gar nicht so ein Ziel davon. Wahrscheinlich jumpt die genau auf ihn drauf, wenn er gewanished ist. Das ist doch dreckig. Dreckige KI. Wahrscheinlich waren die Programmierer total stolz darauf, wie geil das war. Als, ja, wenn sie jetzt einfriert und das Spiel dann vorbei ist, ne? Boah, Schwein gehabt. Ich habe ja Heat und Cold Resistance bei ihr drauf. Wahrscheinlich waren die Entwickler total froh, als sie haben, boah, mir einen geilen Charakter gemacht, der ist so nervig. Hihi, und er ist trotzdem tot. Ha! Endlich, nach gefühlten 10 Minuten Kampf. White Draw gelernt. Wenn sie jetzt bloß noch eine andere Waffe hätte, die ich auswechseln könnte. Ich glaube, das ist nämlich so eine von ihren Waffenfertigkeiten. Erstmal machen wir... Ach, Phoenix Downer. Hallo, hallo. Ich glaube, es ist günstiger, wenn wir einfach ihre Ability zum Heilen benutzen. Bam, bam. So. Was wollte ich machen? Ach, richtig. Ich wollte bei Freya gucken. White Draw, genau. Sie hat nämlich keine Ersatzlern-Dingens. Da können wir alles. Warte mal. Der ist besser. Da können wir alles. Und der ist gut. Da können wir noch nicht alles. Gut, okay. Das wollte ich mal eben gucken. Warte, wir haben überall einen Punkt über.
Body Temperature war echt eine gute Idee hier. Wie sieht's hier aus? Irgendwelche Sachen, die man noch vergessen muss? Kann? Nö. Easy. Ach komm. Egal jetzt, hab keinen Bock. So, jetzt holen wir uns hier mal irgendwelche Items ab. Noch eigentlich von diesem Typ ein Item kriegen. Nein. Oh, warte mal, hier ist eine Truhe. Fairy Earrings. Nein, die habe ich ja noch überhaupt gar nicht. Nur so ein paar Mal schon irgendwie. Aber immerhin, es können mehr Leute die tragen. Wo habe ich die denn? Angel Earrings habe ich einmal. Und Fairy Earrings zweimal. Da ist ein doppelt, ja. Schon wieder ein Kampf. Ihr werdet mich hassen dafür, dass ich seit zwei Folgen im gleichen Raum rumstehe, gefühlt. Aber egal, ich kann ja auch nichts dafür. Immerhin leveln wir dadurch. Also so schlecht ist es auch nicht. Aber es ist natürlich welche der nervigsten Gegner überhaupt. Und unsere Ressourcen gehen natürlich runter, ne? Das heißt, wir haben immer keine Tränke, keine Sachen mehr. Freier jumpt mal. Marant haut mal drauf. Aiko kann mal... Ja, kann Aiko aufwachen oder sowas? Sie kann mal Reflekt auf Amarant machen. Das fände ich lustig. Ich muss mich nur daran erinnern, dass ich keine Zauber auf ihn anwende. Siehst du, es doch Reflekt. Und er hat nicht gegen diesen Mustard-Kram geholfen. Obwohl, ich sag mal, es war ein Zauber. Es war vielleicht eine Kreaturenfähigkeit, aber technisch gesehen soll das ein Zauber sein. Nicht nur sowas wie Eisblock, also Eis und Feuer und so sind Zauber, sondern auch diese ganzen Slow und... Ach Gott, ich kann mich aufregen über diese Game-Logik, weil wofür nützt mir ein Reflekt, wenn das nicht funktioniert, wenn der Mustard Bomb macht? Hau ihn? Ich bin so langsam. Ha. First Blood. Oh ja, und ganz schön ordentlich Schaden gemacht, würde ich sagen. Ja, ja, mach du mal Stopp. Als ob. Aha. Mein Gott, ist sie stark. Ist schon echt gut. Locomotion gelernt. Tutut. Ach nee, nicht Lokomotive, sondern ja. Aber der gleiche Wortstamm. Kommt von halt der Bewegung. So, du hast Locomotion gelernt. Wo war das drin? Da war das drin. Kannst du da noch was anderes lernen? Ja, du kannst Autopotion lernen. Ist ja irre. Machen wir das doch einfach. Ich wollte mit ihm hier reden. Ach richtig, da war er nicht. Und er hier? Wir haben doch oben jetzt was angemacht, ne? Können wir jetzt wieder mit diesem Engel hier reden? Nein, können wir nicht. Ich glaube, diese Ebene Stage ist für uns gestorben. Shit. Dann gehen wir gleich mal geradeaus und dann links. Oha, hoffentlich kriegen wir das One-Hit-Kill. Sie brauchen eine bessere Gabel. Ina. Jetzt wirft er gleich wieder seinen Elektrogenerator an. So, vielleicht kann man es jetzt ja essen. Wer weiß. Na komm, schmeckt es jetzt? Ah, schmeckt nicht. Na gut. Wissen wir Bescheid, Electrocute kann man nicht essen. Amarant freier, okay. Aber Geld scheffeln tun wir echt ganz ordentlich. Das heißt, wenn wir das nächste Mal nach Treno kommen, können wir ordentlich Einkaufsaktionen machen. Freier hat Sachen gelernt. Eislanze kann ich ja nicht. Helm hatten wir ja schon mal. Warte mal. Helm ist der besser.
Gold Armor. Magic Death Plate Mail. Running Shoes, okay. Amaran hat auch was gelernt. Dann kannst du auch Vigil lernen, warum nicht? Hast du auch was gelernt? Bist du auch schlauer geworden? Nö. Bleibt doof. Also schon niedlich, aber. Gut. Du kannst noch was dazu packen. Du könntest zum Beispiel Stone Killer. Stone Enemies. Das sind ja auch alles keine Stone. Das sind schon Devils und Undead, machen wir mal. Ja. Gut, damit sind wir auch wieder durch für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss.